Ja, bin ja schon da. Oh, Kollege. So, perfekt hier an einem Stein. Muss man gut die Deckung haben. Für einen Fliegerass. Oh! Der Bunker! So, los geht's! Auf den Bunker! Oh, okay. Das war ja. Man muss alles mal ausprobieren. Ja, zum Beispiel sterben. Ah, oh, ist auf jeden Fall mal da durchkriechen oder was? Oh Mann, ah, das Klärchen dann halt nochmal hier durchkriechen kurz. So darf ich gar nicht so mega reinrennen. Scheiße. Eure Hilfe. Ja, ich häng auch grad. Okay, komm, gib mir das Ding. Schlecht für ein Fliegerass. Gott, verdammt! Das kam unerwartet. Ich kann das Ding nehmen. Ich lerne schnell. Schwerer als aussieht. Und viel heißer. Perfekt für Vergelt. Also dann. Greif den Bunker an. Okay. Diesmal vielleicht mit ein bisschen mehr Deckung. Auf den Bunker! Da geht hier Feuer rein! Los! Jetzt einen Moment. So, hier rein. So, kann ich noch was anderes nehmen? Ich habe noch hier die STG. Ah, oh, da ist doch einer! Autsch, 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 autsch! So. Nein, das war die nicht! Verrückt! Munition durchsuchen. Von Gegner. Ich fackel einfach nur hier mal drauf los. Den Hügel rauf! Alles klar, und worauf? Irgendwo klettern oder so? Geht's ja nicht großartig weiter. Wow! What the fuck? Okay, links rum. Schlagen kann ich auch direkt, falls einer zu nahe kommt. Geht's. Ach, viel Spaß, meine Freunde. Ist der Hammer. Ja, richtig heiß. Also ich. Aber meine... Oh. Muss ein bisschen sparen. Kollege, merkt da. Mal kurz hier reinschauen, oder? Rein da! Los! Los! Oh, da sind schon meine Kollegen. Bin leer. Muss nachladen. Okay, nichts aufheben oder so. Gerade Flammenwerfermunition. Sollen wir ein bisschen gucken, wo Gegner und Kollegen sind? Alter, der Flammenwerfer scheint schon. Bisschen übel, weil gar nicht mehr so viel Muni.
So, die da hinten haben wir auch getroffen. Eigentlich hat das Ding leer. Der hat schon eine krasse Reichweite eigentlich. So mal sieht. Dachte, der lebt noch. Alter, ich dachte... Autsch. Ich dachte zuerst, dass ich ein... irgendwo war doch Matteo, oder? Ich stand noch vor mir. Guck, da ist er wieder. Alles klar, hier ist alles frei. Ja, passt hier, oder? Ich hasse diesen Hügel. Palfrey, schieß das Leuchtsignal. Soll sie uns doch stoppen. Hast du sie nicht alle? Warum feuerst du das hier ab? Du hast gerade der japanischen Armee unseren Standort serviert. Die Einladung ist nicht für sie. Sie ist für den Rest meiner Männer. Genau nach Plan. Oh, kleine Flugbasis. Seht ihr das an? Jetzt, Soldat. Da kommen unsere Jungs. Kriegen die das hin? Check den Hangar. Na, dem Funkturm. Okay, hier sind ein paar. Ja, mit zwei Panzer. Ah, ein Löchchen. Ein Weltsturzbomber. Kann ihn jemand fliegen? Das war von Beginn an dein Plan. Wir können die Basis erobern. Die Japaner bremsen. Aber mit Luftunterstützung. Wäre mir wohl zugute. Bin dabei, Sergeant. Darauf habe ich gehofft. Gehen wir da runter. Weißt du überhaupt, wie man den landet? Werde ich schon rausbekommen. Los geht's! Bei den Panzern formieren! Jetzt wird's interessant. Oh, das war vielleicht ein bisschen zu schnell reingelaufen, oder? Sind da nicht gerade schon ein paar Amis an dem vorbeigelaufen? So, hier ein paar Granaten. Da liegt eine Kiste rum. Alter, wie kommt da noch raus? Spawnpunkt. Au, 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 au. Alter, lebt noch. Jetzt wird da nichts rot. Au, 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 au. Gib doch mal Rückendeckung, hey. Was ist denn los mit euch? Nach mich geschossen. Ui, oder? Zu den Panzern! Ist ja gar nicht, ey. 500 Teamkollegen um mich rum und einer schießt mir in den Rücken. Oh, die sind hier oben drauf. Oh. Kann ich draufsteigen, oder? Feind? Kein Name dran. Irgendwo hier rum. Oh.
Deckung. Oh, toll, Deckung. Ich bin fast down. Kaum mehr Munition. Hey, wie viele sind wir? So, damit sich's lohnt. Der steht dort immer noch. Klar, warte, ich nehme. Jetzt komme ich hier nicht rein. Nein, nicht die Waffe. Munition suchen. Toll, ist die STG weg. Oh Mann. Jetzt habe ich noch weniger Munition. Ja, super. Obwohl, ne, warte mal. Flammenwerfer habe ich aus Versehen nicht mehr. Alter, die hat sie mal fast gar nicht angezeigt. So eine 0,1 Sekunden bevor sie hochgegangen ist. Gut geworfen. Ging überhaupt getroffen. Autsch. Ja, genau. Jetzt auch mal rein, oder? Jetzt rücken sie vor. Ah, ein Löchchen. Rein ins Cockpit! Hier, Showtime wait! Wir schieben euch aus dem Hangar. Nimm das! Gib uns Deckung beim Positionieren! Sucht uns eine Räuber! Wir machen den Rest! Euch an! Bewegt eure Beine! Max, auf den Feuerschutz! Einfach mal drauf geschossen. Flugzeug nähert sich! Benutzt das MG! Ich dachte, hier sind noch irgendwie Fußsoldaten. Ach, schieß weiter, Wade! Komm noch mehr! Wir sind fast da! Links! Links! Ja, ganz ruhig. Der ging gar nicht down. So, haben wir alle. Okay. Er hat sein MG liegen lassen. Wollte ich mir gesagt haben. Mehr oder weniger? Klar, dass du das sagst. Dann mal los! Na, Vollgas! Ich baller einfach mal. Auch wenn ich nichts gesehen habe. Die Männer der 93. veränderten Wade.
Sie zeigten dem fliegenden Teufelskerl aus den Wolken, wie der Krieg im Dreck aussieht. Dort lernte er, der einzige Weg zu gewinnen, war, sich gegenseitig den Rücken freizuhalten. Wenn man über sein Geschwätz hinweg seine Taten sieht, weiß man, wer Wade Jackson wirklich ist.